Sie interessieren sich für Recruiting, dann sollten Sie jetzt auf jeden Fall bei uns bleiben, denn wir beschäftigen uns heute mit Google for Jobs und sind auch ein bisschen stolz drauf, dass unsere Videostellenplattform jobsaround.tv bereits erfolgreich damit arbeitet. Bevor wir richtig durchstarten mit jobsaround.tv, da ist Daniel bei mir, Herz und Seele von jobsaround. Müssen wir uns doch noch mal kurz mit Google for Jobs auseinandersetzen, denn der ein oder andere wird verwirrt sein. Ja, Google ist eine Suchmaschine, ja, wäre doch auch schon vorher möglich. Ja, dann machen Sie jetzt mal Google auf und sagen Sie Stellenangebot Karlsruhe, dann werden Sie sehen, dass oben bezahlte Anzeigen sind, wahrscheinlich von den großen Jobportalen und drunter echte Suchergebnisse. Aber dann wird Ihnen auffallen, dass Google Ihnen noch einen weiteren Content-Abschnitt, nämlich Google for Jobs, präsentiert. Was ist der Unterschied? Die klassische Suche kennen Sie. Es gibt allerdings noch die sogenannte RSR-Suche, also Rich Search Result, sprich Google nimmt Daten, reichert sie mit weiteren Funktionen an, mit weiteren Informationen an. Sie kennen das vielleicht, gehen Sie mal in Google, geben Sie ein Kinotickets Karlsruhe heute und plötzlich sagt Ihnen Google, boah, Herr der Ringe läuft am ZKM-Kino, das ist das genau und das gibt es jetzt auch für Google. Ich glaube seit Anfang letzten Jahres. Jetzt wird das natürlich vieles ändern. Denn Sie sind gegebenenfalls nicht mehr alleine nur auf die großen Recruiting-Plattformen angewiesen. Als Arbeitgeber können Sie dort auch deutlich neue Wege gehen, indem Sie, wenn Sie Ihre Daten richtig strukturieren, richtig präsentieren, direkt Kontakt zu Leuten bekommen. Auch der Arbeitssuchende hat Vorteile, denn er kann plattformübergreifend komplett über das Netz suchen, hat Zusatzfunktionen, wie dass man sich zum Beispiel automatisch benachrichtigen lassen kann und Googles Kernkompetenz, der Algorithmus, diese Verknüpfung, dass unterschiedliche Suchanfragen miteinander kombiniert werden, um dann auch das ideale Ergebnis präsentieren zu können, das ist jetzt auch schon gewährt. Jetzt habe ich aber Daniel bei mir, denn mit unserer großen Videojob-Plattform jobsaround.tv haben wir uns damit natürlich auch auseinandergesetzt. Erstmal, derjenige, der die Plattform noch nicht kennt, was ist jobsaround.tv? Jobsaround.tv ist eine Videojobbörse, also eine Jobbörse, die ausschließlich aus Jobvideos besteht. Gibt es so deutschlandweit auf jeden Fall auch noch nicht. Ich kann ja vielleicht einfach mal kurz, oder? Soll ich mal, ja, kurz, mal kurz reinklicken? Ich habe es ja schon mal vorbereitet. Also wir sehen hier, das ist jetzt eine Jobbörse, die ein bisschen anders daherkommt wie die meisten anderen. Wir haben hier Suchmöglichkeiten, Filtermöglichkeiten, ganz klar, aber dann als Ergebnisse werden hier ausschließlich Videostellenanzeigen gezeigt. Also ich kann ja mal vielleicht auf eins einmal draufklicken. Es öffnet sich dann ein Video und die Kombination aus dem Video und diesen Einblendungen, den Texten, ich spring mal vor, hier die Beschreibung der Stelle, und so weiter. Diese Kombination, das ist jetzt eben bei uns diese Videostellenanzeige, wie wir sie nennen. Und da wir ja Zusatzinformationen, zum Beispiel in Form von Text, aber auch Funktionen anreichern können ins Video, ist es natürlich für Suchmaschinen sehr dankbar, weil die können das lesen. Und wie ist es jetzt möglich, dass wir mit diesen Videostellenanzeigen auch über Google gefunden werden? Also man muss ja mal sagen, die Texte, die hier in den Videos auftauchen, sind nicht tatsächlich in den Videos drin, sondern die liegen jetzt technisch gesagt drüber. Ja, also ich kann die hier markieren, das ist HTML-Text. Und diese Texte können unsere Kunden auch über ein Formular selber eingeben. Also die können, wir geben ihnen das Video und das kleine Redaktionssystem, können die richtig mit diesen Videostellenanzeigen arbeiten und dafür sorgen, dass dann eben Google auch diese Texte, die sie eingegeben haben, dann eben auch indexiert und ihren in den Suchtreffern dann sozusagen dann auch auftauchen. Also das ist eine Besonderheit zu einem reinen Video, was ich vielleicht nur bei mir auf die Webseite halt einbinde oder auf YouTube hochlade. Gut, da kann ich es dann auch attribuieren. Mhm. Sondern das passiert dann automatisch, weil eben Google, das vorhin gesagt, Google for Jobs, jetzt auch nochmal verstärkt auf der Suche nach Jobangeboten im Internet ist. Also Jobangebote wurden schon immer gecrawlt, nur ist halt irgendwo dazwischen reingestrickt worden in die anderen Treffer. Jetzt gibt es da eine eigene Trefferbox in Google, wo also der Jobsuchende auch wirklich, wenn er irgendwie was eingibt in Richtung Jobsuche, dann auch das gebündelt. Jetzt müssen wir nur sensibilisieren für den einen oder anderen Personaler, der sich noch nicht mit auseinandergesetzt hat. Das ist tatsächlich beeindruckend.
eine Zahl, dass bereits heute über 70% derjenigen, die gerade einen Job suchen, ihre Reise über Google beginnen. Weil man ja denkt, da geht man zu den üblichen Verdächtigen, Stepstone, Monster. Nee, viele fangen wirklich an und öffnen Google und sagen, Ausbildungsplatz, Karlsruhe oder Stellenangebot, Rastatt. Ne? Und dann im Endeffekt ist man da. Ne? Jetzt wollen wir es aber auch sehen, wie würde man denn jetzt zum Beispiel auf eine Videostellenanzeige über Google for Jobs kommen. Ja, also ich habe jetzt hier mal Google aufgerufen, habe jetzt schon mal vorgetipselt, ne? Ich suche jetzt eine kaufmännische Ausbildung in Karlsruhe und komme dann bei einem Google-Treffer raus. Und das ist jetzt eben die Box, die ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt eine Box, in der ausschließlich Stellenangebote sind. Wenn ich dann eben auf den Link klicke, dann komme ich zur Google for Jobs Anwendung, also wo dann eben die Google-Oberfläche sich zur Jobbörse sozusagen verwandelt. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen runtergehen, wobei so weit muss ich gar nicht runtergehen, sehen wir jetzt zum Beispiel hier unsere eigene Stelle. Ne? Wir sind immer noch auf der Suche auch nach einer kaufmännischen Azubi oder Azubine. Einerseits haben wir hier die Texte schon mal drin, die unsere Kunden, also wir selber in dem Fall, in die Stellenanzeige eingegeben haben. Das hat Google hier rausgelesen und platziert so auf die Art und Weise. Klar, Google weiß auch, wo wir sitzen. Google weiß wahrscheinlich eh einiges über uns. Auch die Kununu-Bewertung wird hier schon angezeigt. Und dann als Call to Action habe ich hier den Link zur Stellenanzeige. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist jetzt bei uns die Landingpage für die Bewerber. Ne? Ich kann hier reinklicken und habe hier direkt mein Video, meine Videostellenanzeige, plus noch zusätzliche Texte, die der Kunde eingegeben hat. Und das war im Endeffekt auch die Basis für Google zu wissen, um was es in dieser Stelle geht. Also die Kombination hier bei unserer Videostellenanzeige aus Video, wobei ihr die Qualität zu einer Stellenanzeige befüttern und eben dem pragmatischen Teil, den Argumenten, die halt einfach zu einer Stellenanzeige natürlich dazugehören, das sehen wir hier in einer Landingpage. Ne? Und so sind wir aus Google raus mit einem Klick im Endeffekt bei unserer Stellenanzeige angekommen. Perfekt. Ich meine, wir beschäftigen uns ja sehr oft mit dem Thema Recruiting-Plattform, Akquise im HR-Bereich und. Die Meinungen zugegebenerweise jetzt zumindest Ende 2020 gehen sehr weit auseinander, wie wichtig Google for Jobs wird. Also dass es wichtig ist, das glaube ich bezweifelt keiner, aber manche sagen auch, juhu, die ersetzen quasi die Hälfte aller Jobportale, andere sagen, so wird es nicht sein. Das können wir nicht abschätzen, aber es ist da. Über JobsAround TV direkt auch nutzbar, ohne Mehraufwand. Es funktioniert, das ist einfach eine feine Sache. Wo ich vielleicht noch einen Tick sensibilisieren möchte, ist, dass sich dadurch, je erfolgreicher Google for Jobs wird, auch so ein bisschen die Welt ja doch verschieben würde. Weil im Endeffekt, wenn ich Fachkräfte brauche, dazu stecke ich sehr viel Geld ins Matching, gehe halt vielleicht zu den großen Portalen, denen ich ja dieses viele Geld zahle, damit sie mir sehr schnell viele Leute erreichen, um mein Stellenangebot zu zeigen. Während wenn Google for Jobs das ja automatisch anbietet, also sprich, die nehmen mir erstmal kein Geld dafür. Ich kann auch gar nicht pushen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, hier, liebe Google, ich zahle euch mal 5.000 Euro, dann wollen wir überall ganz oben gezeigt werden. Das geht momentan gar nicht. Dann macht es ja auch mehr Sinn für die Unternehmen, die viele Fachkräfte, viele Leute brauchen, zu sagen, ich investiere in eigene Recruiting-Seiten, eigene HR-Seiten, verweise mal auf das Projekt von dir, Arbeitgeberleben, was da zum Beispiel eine Variante ist, um die Qualität der Ansprache und des Inhalts zu steigern und vielleicht weniger in das reine Matching zu schieben. Würde ich vielleicht aber auch sagen, also unser Ansatz ist ja sowieso eher die Qualität als die Quantität, also unsere Jobbörse ist ja so ein bisschen ein Buyback zu diesen Filmen eigentlich, die ja unser Produkt ausmachen. Wenn jemand jetzt aktiv eine Stelle zu besetzen hat, dann muss der Geld in die Hand nehmen, um einfach eine große Reichweite zu bekommen. Hm. Was wir aber merken, ist, dass bei vielen Stellen eigentlich eher das Unterjährige, so dieses Dauerhafte benötigt wird. Und da kannst du nicht auf zig Portalen, also die meisten eben nicht immer volle Reichweite pushen. Und dafür ist einfach diese kostenlose Reichweite von Google jetzt einfach eine schöne Sache. Die hat man. Und dann kann halt der eine dann nur mit einer schnöden Textanzeige zum Beispiel dann dort präsent sein. Oder er kann dann halt auf die Qualität geguckt haben und wird dann auf einmal, wie jetzt bei uns sogar mit Bewegtbild, sichtbar. Also das ist ein Punkt. Für eine ganzjährige Präsenz als Arbeitgeber hat man jetzt mit Google einfach nochmal einen Player mehr. Ich meine, Indeed bietet ja auch schon kostenloses Scrollen oder Platzieren an. Aber einfach nochmal einen Player, der einen einfach so mit einem Grundrauschen sozusagen einfach präsentiert, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, ich spare mir vielleicht hier mal so einen Reichweitenbringer und setze das Budget vielleicht eher mal für die Qualität ein. Ne? Weil das, ja, also es muss ja schon das, was da... Das reine Vorbeilaufen an einem Plakat ist ja nicht.
Ich muss hängen bleiben. Genau. Treffer. Also ich denke, es kommen weitere spannende Themen. Ich meine, wir werden jetzt gleich auch nochmal einen Film zu drehen zum Thema YouTube, wird auch oft im Recruiting unterschätzt. Somit alle, die sich mit Recruiting beschäftigen, freuen wir uns über jedes Kommentar. Wir werden es beantworten, auch natürlich auch über jedes Like. Ne? Und damit Sie nichts verpassen, ein Abo machen, denn da kommen jetzt noch viele spannende Filme. Und dann sage ich Dankeschön. Ich sage Danke.